Wenn du im Training oder auf dem Bolzplatz sehr gut performen kannst, aber am Spieltag, beim Spiel, willst du einfach nicht laufen, dann bist du ein sogenannter Trainingsweltmeister. Aber keine Sorge, das ist absolut lösbar. Und wie das geht, schauen wir hier in diesem Video an. Kennst du das? Am Spieltag kannst du einfach nicht so deine Leistung abrufen. Du fühlst dich irgendwie gehemmt, es läuft einfach nicht so, fühlt sich nicht so locker an, als wenn du auf dem Bolzplatz mit deinen Freunden kicken würdest. Dann schau jetzt unbedingt dieses Video bis zum Ende an. Da schauen wir nämlich einmal an, was du machen kannst, dass diese Thematik, dieses Problem der Vergangenheit angehört und du auch am Spieltag deine Top-Leistung abrufen kannst. Das Trainingsweltmeister-Syndrom, wir haben gerade darüber gesprochen, Trainingsweltmeister sind viele. Das kennen sehr viele. Sehr vielen Fußballern und Fußballerinnen geht es so, dass sie am Spieltag nicht performen können, aber dann, wenn sie auf dem Bolzplatz sind oder im Training sind, da läuft es richtig gut. Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass es auf den Spieltag, auf das Spiel ankommt. Ne? Die Leistung wird letztendlich am Spieltag gewertet. Dort sind die Augen aufs Spielfeld gerichtet. Da ist es dann so im Profifußball, dass die Zeitungsartikel verfasst werden. Ne? Es gibt kaum Zeitungsartikel über die Trainingsleistung, aber ganz, ganz viele über die Spieltagsleistungen. Dementsprechend solltest du dieses Thema unbedingt auflösen, wenn du hohe Ziele im Fußball hast und diese erreichen willst. Aber wie schon gesagt, das ist natürlich absolut lösbar. Und wir schauen jetzt mal ein paar Sachen an, die dir da helfen können. Also, das allererste ist, dich mal darauf zu fokussieren, was du denn schon mitbringst. Viele schauen ja immer nur auf das, was nicht so gut ist. Und das ist jetzt in deinem Fall, dass du am Spieltag nicht so gut performen kannst. Aber schau doch mal auf das, was schon sehr, sehr gut läuft. Du kannst es doch, du zeigst es doch im Training und auf dem Bolzplatz. Also im Training und auf dem Bolzplatz, da kannst du es. Beim Spiel oder beim Spieltag, da kannst du es irgendwie aktuell noch nicht. Du wirst vielleicht auch denken, so ein bisschen, ja, ist doch normal, ist doch bei vielen Teamkollegen auch so. Muss überhaupt nicht so sein. Ist absolut lösbar. Und jetzt schau doch mal nicht so sehr auf das, was nicht läuft, also beim Spieltag, sondern schau doch mal hin, warum es im Training so gut läuft. Weil da kannst du es ja. Das ist ein wichtiger Mindset-Shift. Und frag dich einfach mal, was im Training genau ist, dass du da so gut performst. Wie denkst du da? Wie verhältst du dich da? Wie fühlst du dich da? Was machst du da ganz konkret, dass am Ende eine sehr gute Leistung rauskommt? Und wenn du dir das anschaust, kannst du dir ein Blatt Papier nehmen und das einfach runterschreiben, dann wirst du wahrscheinlich Sachen aufschreiben können wie, ja, im Training, da denke ich einfach, ich spiele einfach, könnte ein Gedanke sein. Oder vielleicht denkst du gar nicht groß nach oder vielleicht machst du dir davor auch bewusst, ich kann das. Ne, vielleicht fühlst du dich da locker. Wahrscheinlich ist deine Vorbereitung aufs Training, geht vielleicht 10 Minuten vorher los. 10 Minuten vor Training, dass du dich da anfängst mit dem Training zu beschäftigen überhaupt erst. Vielleicht bist du da mutig, vielleicht traust du dir da was zu, vielleicht holst du da viele Bälle ab. Ne? Schreib dir einfach mal alles auf, was dir auffällt, was am Training oder auf dem Bolzplatz bei dir einfach so abgeht. Wie denkst du? Wie fühlst du dich? Und wie verhältst du dich? Und das hier gibt große Rückschlüsse darauf, was du brauchst generell, um deine Leistung sehr gut abrufen zu können. Beim Training, wie gesagt, kannst du es ja. Spieltag willst du nur scheinbar noch nicht so laufen. Wenn du dir das einmal runtergeschrieben hast, dann frage ich dich, warum hast du eigentlich bisher das aus dem Training noch nie auf den Spieltag gebracht? Weil du wahrscheinlich irgendwann mal eingeredet bekommen hast, oh, Spieltag, da ist alles ganz anders. Da muss ich ja jetzt abrufen. Da muss ich ja jetzt Vollgas geben. Oh, da gucken meine Eltern zu. Oh, da guckt noch der und der zu. Da geht es ja um Punkte. Das sind natürlich alles Glaubenssätze, die wahrscheinlich dazu führen, dass du das, was dir gut tut im Training, nicht abrufen kannst. Ne? Wahrscheinlich hast du so Gedanken am Spieltag wie, nicht ich spiele einfach, sondern sowas wie, ich muss performen. Machst dir selber riesen Druck. Denkst vielleicht gar nicht darüber nach, was du kannst, sondern schaust darauf, oh Gott, wie gut ist der Gegner? Auf einmal richtest du deinen Fokus nicht mehr auf dich, sondern auf den Gegner. Du bist wahrscheinlich nicht so locker wie im Training, sondern komplett angespannt, vielleicht nervös. Deine Vorbereitung startet wahrscheinlich nicht 10 Minuten vor dem Fußballspiel, sondern startet wahrscheinlich schon irgendwie 3 Tage vorher. 3 Tage vorher machst du dir schon Gedanken. Na? Wie es denn wird beim Spiel und kommst da schon irgendwie in den Tunnel, viel, viel zu früh. Wahrscheinlich bist du dann nicht wirklich mutig, sondern hast Angst vor Fehlern. Ne? Und wahrscheinlich holst du dir dann nicht die Bälle ab, sondern du versteckst dich. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann bei dir verstecken.
Es können bei dir auch andere Faktoren sein, ne? Aber wichtig, schreib dir das mal runter und schreib dir das mal runter. Dann hast du den Vergleich. Und nochmal, komm zurück zu der Frage. Warum hast du bisher im Training dich so verhalten und im Spieltag so? Weil du wahrscheinlich dachtest, das ist ja was ganz anderes. Aber ist tatsächlich das Training und der Spieltag was ganz, ganz anderes? Solltest du ein anderer Mensch sein? Nicht unbedingt, oder? Weil, wieder, schau auf die Habenseite. Was hast du und was kannst du? Du kannst es ja zeigen im Training. Das heißt, diese Sachen hier tun dir sehr, sehr gut. Und der Spieltag, das Spiel, ist doch auch Fußball. Genauso im Training spielt ihr doch genauso Fußball. Ist doch 1:1 dasselbe. Du brauchst auch dieselben Sachen, die dir im Training gut tun. Also nimm mal diesen Gedanken mit und erlaub dir mal, den Spieltag so zu betrachten wie ein Training. Am Ende des Tages, das ist ein sehr wichtiges Mindset, ist jeder Spieltag auch nur ein weiteres Training auf deinem Weg in Richtung deines großen Ziels. Ist doch auch ein Training. Und wenn du weißt, ab heute, ab jetzt weißt du es, dass dir das hier gut tut, diese Gedanken, dieses Gefühl, diese Vorbereitung und so weiter, dann nutzt es doch auch für den Spieltag. Wenn du weißt, du kannst es, auf dem Bolzplatz machst du ja auch nicht 3 Tage vorher Gedanken, wie wird es dann? Sondern du gehst einfach raus, 10 Minuten vorher, machst dich warm, dann spielst du los. Also, geh doch mal in den Spieltag rein, so wie du ins Training reingehst. Und du wirst merken, es wird dir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut tun, weil es ja das ist, was dazu führt, dass du deine Leistung bringen kannst. Also, sehr wichtig, besonders für dich, wenn du dieses Thema hast, dieses Trainingsweltmeister-Syndrom, bewerte den Spieltag nicht über. Es ist genauso nur Fußball. Du brauchst dieselben Sachen und du kannst dich darauf verlassen, dass du beim Spieltag genauso reingehst wie ins Training. Das ist wichtig. Diese vereinzelten Sachen, ne? Da gibt es gewisse mentale Techniken, die du dann auch anwenden kannst, dass es am Spieltag noch einfacher geht. Aber allein dieser Mindset-Shift, Spieltag so reinzugehen wie im Training, hilft schon mal enorm. Also, wend das unbedingt für dich an und ich bin mir sicher, dass du damit schon enorm viel besser spielen wirst, als du es davor konntest. Und wenn du allgemein das noch weiter vertiefen willst und das wirklich maximieren willst, dein Potenzial komplett ausschöpfen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, hast du die Möglichkeit, dich im mentalen Bereich von uns begleiten zu lassen. Wenn du das möchtest, kannst du unter dem Video mal schauen, findest du einen Link, kannst dich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Und dann können wir mal gemeinsam schauen, was du auch noch machen kannst, was dir auch noch hilft, um tatsächlich langfristig konstant deine Top-Leistung bringen zu können am Spieltag, wenn es drauf ankommt und da vielleicht sogar noch besser zu sein als im Training oder auf dem Bolzplatz. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und ciao.